Hallöchen, meine Freunde, und willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel. Nicht von der Elder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Mit mir, euren Holy von HolyDiver231 Kanal. Hier immer noch mit der guten Aranea Lenith. Und wir haben das letzte Mal eine Spinnenhöhle geklärt, beziehungsweise ein Vampirlager. Und wir haben auch noch das Harz zum goldgrünen Baum oder so ähnlich wie der heißt im Weißlauf zurückgebracht, damit die gute Dantia-Reinquelle den wiederbeleben kann. Und wir haben auch die nächste Quest schon mal aktiviert, die wie folgt heißt: Wir sollen zu einem gewissen Vekel. Oder was haben wir jetzt angenommen? Jetzt muss ich kurz mal nachglotzen. Kehre zu Vekel zurück. Ja, wer auch immer dieser Vekel ist, wir werden da jetzt zu Fuß hingehen. Also jedenfalls ein großes Stück zu Fuß hingehen. Weil, wie gesagt, ich habe beschlossen, dass wir das Ganze alles mitnehmen. Und ja, ihr seht, die Farben sind ein bisschen kräftiger. Ich habe jetzt mich ein bisschen am Feld darum gearbeitet, damit es für euch ein bisschen, ja, sättiger, farbiger ist. Für euch ist es jetzt leicht bläulich, der Boden. Für mich ist der jetzt eher so grau-matt. Ich hoffe mal, das kommt bei euch gut an. Dunkelwasserkreuzung entdeckt. Okay, Dunkelwasserkreuzung. Okay, bekämpfen die da gerade was oder ist das nur ein Tier? Ich will euch jetzt einfach mal nicht stören oder so. Hallöchen. Ach, der hat sich jetzt dem seinen Bogen gekrallt wahrscheinlich, ha? Versprechen will er nicht. Gefangenen befreien und Gegenstände. Gefangenen befreien. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturm. Ja, Ulfric Sturmmantel. Mi, 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 mi. Okay, das ist eine Art Mine, die wir hier haben. Oh, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht anschubsen. Aber wir hatten doch hier irgendwo Weizen. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Ja, das glaube ich dir auch, Mädel. Auf jeden Fall. Ich bin da voll in dein Element. So, also ist das eine Mine. Ich gehe jetzt einfach mal rein und schau, was Sache ist. Goldfelsmine heißt die. Also Gold. Oder? Wenn es eine Goldfels heißt. Okay, was kann man hier abbauen? Korundum-Erz. Ja, warum nicht? Komm. Erz ist Erz, das brauchen wir fürs Schmieden. Was ich natürlich auch noch machen werde, keine Sorge. Keine Panik auf die Titanic. Leider kann ich es nicht so farblich im Spiel machen, wie bei euch jetzt hier in OBS. Aber ich hoffe mal, das ist für euch ein bisschen angenehmer als immer dieses langweilige, diese matten Farben. So. Beobachten, studieren. Könnten auch ein bisschen mehr Ordnung halten hier bei den ihren Minen. Finde ich jetzt persönlich. Warum da auch immer ein Zweihandschwert liegt. Also ich schaue das erstmal oben und dann unten. Ah, da ist nochmal was. Nehmen wir natürlich auch mit. Wenn YouTube das Ganze ein bisschen verdunkelt, nochmal zur Erinnerung, da kann ich leider nichts dran ändern. Weil ich kann nicht immer, wenn ich in Höhen reingehe oder durch die Nacht wandert, ist im Filter hell machen. In-game, also sofort in der Aufnahme und dann wieder umändern, wenn es wieder Tag ist. Da müsst ihr leider mit YouTube ein bisschen schimpfen, weil die das irgendwie eingestellt haben, dass man, wenn man ein Video hochlädt, das in Höhen, also beziehungsweise in dunklen Bereichen oder per Nacht spielt, das Ganze halt eben nochmal verdunkelt. Ich habe keine Ahnung warum. Es tut mir auch furchtbar leid. Aber da kann ich als YouTuber, beziehungsweise können wir YouTuber leider nichts dagegen machen. Okay, ich glaube, mehr Erz kriegt man hier einfach nicht.
Und warum auch hier kein Minenarbeiter gerade ist, frage ich mich auch. Vielleicht ist gerade Mittagspause oder so. So, hier ist nichts. Dachte ich, jetzt steht mir jemand im Weg. Dabei war das nur so eine Holzsäule. Okay, dann haben wir alles hier ausgebeutet. Dann gehen wir mal weiter. So. Würde mal sagen, wir gehen einfach mal den Weg da weiter entlang. Natürlich könnte ich jetzt auch in die Hütte reinschauen. Und was, wenn ich Ärger mache? Du bist sowieso gleich tot mit ein paar Schüssen. Veneros und Annikes Haus. Lehrling. Okay, da sind die wahrscheinlich gerade drin. Ich dachte, ich folge einer Straße, aber hier hört sie auf einmal auf. Okay. Ja, obwohl. Bisschen verwildert nur. Da ist nur eine Tonader, da brauchen wir nicht hingehen, also leben. Da spielt woanders der Ton weiter. Oben läuft ein Wolf, da ist ein Hase. Herr Lehrer, etwas stimmt mit Hasi nicht. Und da ist ein Bär, der gerade den Fuchs gelegt hat. Das Pelz will ich gar nicht. Müsste ich eigentlich mitnehmen fürs Schmieden. So, der arme Fuchs. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch hier runtergerutscht ist oder einfach da oben liegen geblieben ist. Ich glaube, der ist runtergerutscht. Der arme Fuchs, ey. Okay, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der diese komischen Linien im Wasser sieht. Entweder ist das ein Grafikfehler oder das sind Treppen im Wasser. Nee, ich glaube, das war nur ein Anzeigefehler. Aber hier ist eine Erzader. Eisenerz. Nimm mal mit. Aber ihr hattet auch diese Linien im Wasser, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ich mich jetzt nicht verguckt habe. So. Ja, und ich meine, Webcam ist jetzt ein bisschen geschrumpft, Freunde. Aber das dachte ich mir, kommt besser rüber, weil ich verdecke sonst immer das Level oder ähnliche Sachen. Deswegen habe ich da mich jetzt ein bisschen kleiner gemacht. Es ist ja auch gerade nichts in der Nähe, wo ich jetzt sagen kann, gehen wir mal einen kurzen Sprung hin. Deswegen folgen wir dem Weg jetzt einfach weiter. Und schauen mal runter, was das für eine Aussicht da unten ist. Okay, da ist eine Festung oder sowas. Weil ich will jetzt da nicht extra runterkrackeln, ganz ehrlich. Dann können wir immer wieder noch hin. Also das wird, wie gesagt, das habe ich jetzt schon in jeder Folge gesagt, oder beziehungsweise in alle der Folgen. Das wird wie so ein riesen Let's Play. Und da können wir immer noch alles erkunden. So ist das nicht. Ja. Bevor ich den anhütte, mache ich aber Folgendes. Ui. Plöpp.
Bis ich da meinen Wiederherstellungsheilungszauber angewendet habe, habe ich mich doppelt und dreifach mal geheilt. Da ist noch eine Erzader, Silbererz. Das nehmen wir natürlich mit. Was ich natürlich noch feiern hätte, wäre ein Aufbaustrategiespiel in Skyrim-Zeitalter. Also wirklich mit der... Okay. Team ist gerade down gegangen, warum auch immer. Aber ich beende das Spiel jetzt nicht und hoffe, es wird nicht beendet dadurch. Weil ich wurde gerade auf den Desktop geschmissen. Wie es ausschaut, ist gerade Steam down. Ja. Aua. Okay. Unsere Ellie hat uns wieder gerettet. Aber dass das jetzt auf einmal Steam down ist, ich meine, ist ja nichts Neues, dass Steam so anfällig ist. Müsste hier nach oben. Okay, falls ich jetzt nicht irgendwie zu unserem Ziel komme, wo ich hin will, muss ich anscheinend doch gezwungenermaßen Schnellreise machen. Weil wir müssten eigentlich hier lang. Nee, ich will keine Markierung setzen, danke. Wir müssten eigentlich hier lang. Okay, ich glaube nicht, dass da ein Weg entlang führt. Ich mache jetzt einfach Markierung mal hier und mal sehen, ob ein Weg über den Berg führt. Ich gehe einfach jetzt mal hier weiter. Man könnte natürlich versuchen, da über den Berg zu kommen. Aber ich glaube, das wird uns nicht gelingen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich meine, die Figur hat jetzt schon Schwierigkeiten, hier hochzugehen. Na, Fuxi? Ich sehe, die hat jetzt schon Schwierigkeiten, da hochzukommen. Ein bisschen hüpfen. Komm ich schon ein Stückchen höher? Wenn ich ein Pferd hätte... Nee, Freunde, das bringt nichts so. Da müsste ich jetzt meine Leertaste die ganze Zeit smashen. Nee, das bringt so nichts. Wir gehen einfach jetzt mal den Weg weiter und vielleicht gibt's... Ja, da ist sowieso eine Höhle in der Nähe. Die will ich jetzt... will ich die erkunden? Ja doch, die will ich erkunden. Und da ist nur meine Erzader. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal so weiter. Vielleicht wird das Beinbrecherhöhle. Wer nennt denn bitte schon so eine Höhle? Dann gehen wir jetzt mal gedruckt rein und gehen mal in die Beinbrecherhöhle rein. Was? Ja, okay, ich muss meinen Krankheitsdingstrank trinken. So, bin ich gleich wieder genesen von dieser Adaxie. Ja, den Hirschfell nehme ich mit, Geweih nehme ich auch mit, aber den Rest kann er, können sie behalten. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Okay, das könnten entweder jetzt Hexenraben sein, wegen den Zweiglingherzen und den
Ziegenköpfen. Ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Ich mache jetzt trotzdem mal schnell Speicher und speichere nochmal normal. Aber ich hoffe, dass sich Steam jetzt gleich wieder mal fängt. Es sind Hexenraben, glaube ich. Okay, ich da durchschießen, glaube ich, werde ich wohl kaum können. Okay, es sind Hexen, also so ein Hexenrabe auch mit dabei. Ich mache nochmal schnell Speicher. Nochmal so speichern. Also wenn Hexen dabei sind, ist diesmal tief auch eine Hexenrabe dabei. Es ist definitiv ein Hexenrabe, der ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Vermute ich mal. Ganz ehrlich, bevor ich hier irgendwas cleare. Versichere ich mich erstmal, dass dieser Hexenrabe tot ist. Und die Frage, wie kommt man da hoch? Okay, keine Ahnung, wie man hier hochkommt. Das ist mir, von da sind wir nicht gekommen. Doch, da, von da sind wir gekommen. Hat eh nichts dabei. Ja, stehlen, weißt du, Hexen haben keine Rechte. Ja, okay. Nicht schon wieder schwarze Stein, Seelensteinfragmente, die nehme ich jetzt nicht nochmal mit. Das Fell können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Ich glaube, da drin ist nichts. Nee, das sind nur Knochen. Wartet mal, ich werde mal wieder einen Trank auf meinen Bogen werfen. Oh, noch was gucken. Nee, passt schon. Mal schnell Speicher. Wenn ich jetzt meinen Trank verschwenden müssen wegen einer doofen Spinne. Oh, da ist auch eine Falle. Seht ihr das da oben? Ich weiß nicht, ob ihr das da seht. Da, wo ich jetzt mein Hielkreuz dran habe, wo das Auge immer ist, da ist eine Falle. Da muss ich jetzt auf den Seelenstein da schießen, damit der rausfliegt und ergo ist die Falle dann entschärft. Ja, der ist rausgeflogen. Das heißt, Falle ist entschärft. Also haben wir damit schon keine Probleme mehr. Außer da steht ein zweiter rechts. Glaube jetzt aber eher weniger. Das wäre jetzt eine Falle gewesen hier, das da. Also wenn ihr das im Dunkeln sehen könnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt YouTube jetzt noch dunkler macht. Ich glaube, da wird gleich wieder eine Frostspinne sein. Yep. Ja, spuck mich halt an.
Das ist eine ganz schön verwinkelt. Und da kommt wahrscheinlich eine große Spinne runter. Ja. Komm her, du. Gleich mal einen Heiltrank schlürfen. Na, da ist doch noch eine. Aber es muss hier irgendwo noch ein Hexenrabe sein. Definitiv. Oh, Zwergenpfeile. Feldsamt der Schießkunst. Bögen bewirken 25% höheren Schaden. Ja, okay, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Behalten wir unseren Helm. Frostresistenz. Wisst ihr was? Dann nehme ich ein bisschen weniger Verteidigung. Aber ganz ehrlich, dass unsere Bögen jetzt mehr 20% mehr Schaden machen. Oder 20 Punkte mehr Schaden. Das ist Gold wert. Okay, da ist ein Hebel, das heißt, ich visiere schon mal an und mache Schnellspeicher. Mach nochmal so einen Drang drauf. Also da muss jetzt. Da muss jetzt gleich definitiv ein Hexenrabe da sein. Okay, nehme ich einfach mal mit, die Pilze. Na, dass die nichts drin haben, mal. Und wir haben noch ein Level abbekommen. Das haue ich jetzt wieder mal auf Gesundheit. Das ist die Frage, kann ich hier bei Wiederherstellung was skillen? Ich glaube weniger. Was ist das? Schädlich bei der Angriffe und Kriegsheimer ignorieren 25% der Rüstungswerte. Tiefe Wunden Angriffe mit 200 haben Chancen, mit seinen kritischen Schadens anzurichten. Ich mach das. So, das nehmen wir natürlich auch mit, aber hier wird definitiv noch ein Hexenrabe lauern. Weil ich glaube, der ist nicht vom vorgestern. Der wird schon merken, dass hier irgendwas seine Diener da niedermäht. Oder also dezimiert. Definitiv. Wir haben bloß auch den sein Versteck noch nicht gefunden, also das beziehungsweise seine. Ihr wisst schon, wo er sich heimisch fühlt und so. Ja. Da ist ein Zweigling. Und da ist der Hexenrabe. Aber ich habe ihn schon gut geschwächt. Jetzt müsste Ariana eigentlich ihm nur noch den Rest geben. Ja, diese Viecher sind echt schwierig. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen. Nee, andersrum. Waffen. Meinen Bogen wieder auffüllen.
Ja, den Zweigling werden wir jetzt nicht befreien, der würde uns auch angreifen. Aber so seht ihr mal einen Zweigling in der, von der Nähe, der nicht mal angreift. Es hört sich halt einfach wie ein Bienenschwarm an. Aber ich hätte jetzt gehofft, dass da noch eine große Truhe da wäre oder so. Aber wie Sie sehen, meine Damen und Herren, ist hier nichts außer ein gefangener Zweigling. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir auch wieder hier raus aus der Höhle. Dann haben wir das auch geklärt. Aber hey, wir haben schon wieder ein Level abbekommen. Das ist schon. Das zählt schon sehr viel. Und wir haben einen Hexenraben wieder entledigt. So. Habe ich für diese Folge eigentlich schon einen Thumbnail? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt. Leider nicht in den schönen Farben, wie es jetzt hier ist. Könnte ich aber noch mit meinem Thumbnail-Programm machen, auf jeden Fall. Also ich nutze Paint.net, wer es wissen will. Ich weiß, es gibt Photoshop, es gibt noch weitaus bessere. Aber ich habe halt nun mal nur das. Ich denke mal, wir machen jetzt mal schnell. Wir können keine Schnellreise machen. Außer. Nee, ich sagte ja, ich will keine Schnellreise, also mache ich das jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist der richtige. Das ist die richtige Richtung. Ich will einfach mal wissen, ob wir nicht über den Berg irgendwie rüber können. Ja. Kleiner harmloser Spoiler. Das glaube ich dir nicht. Passt ein bisschen auf. Mach das nicht noch einmal. Letzte Warnung. Sagen wir so, das hatte jetzt meine Gründe, wie ich den guten Telraf hier umgebracht habe. Das hatte seine Gründe. Weil das war einer, der mit Banditen zusammenarbeitet. Na du lieber Skäfer, hast du irgendein Problem? Ah, wen haben wir denn da? Ist das... Maid? Der Lügner? Den gibt es mich auch in Elder Scrolls Oblivion. Bist du Maid? Maid? Wer Bären? Wer? Bären? Menschen, die Bären sind? Maid, ist es egal, wie stark oder klug jemand ist. Für ihn ist es nur wichtig, was jemand kann. Drachen waren nie ganz verschwunden. Sie waren einfach nur unsichtbar und sehr, sehr leise. Maik ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Ja. Okay, die Mühle müssen wir einfach nochmal entdecken hier. Was? Saretihof. Okay.
Das Diebstahl, wenn ich Hühnereier klaue? Natürlich nicht. Jetzt einfach mal hier rein, weil ich... Oh, Novize. Ha. Okay. Also hat es doch irgendwie gebracht, den Weg so ungefähr weiter zu gehen. Ich weiß nicht, was Ariana da hinter mir macht. Aber es hört sich merkwürdig an. Und da bekriegen sich schon wieder welche. Okay, das heißt, das ist der wandelnde Barde. Hi. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Darf ich euch um etwas bitten? Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Möge Ismirs Segen mit euch sein. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. So, das war's. Haben wir uns ein bisschen mal besingen lassen von einem wandernden Baden. Ich tue mal die Markierung auf der Karte weg. Weil jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Wir sind also quasi doch über den Berg rübergekommen. Über einen Berghang nennt man es, glaube ich. Und ich jetzt einfach mal querbeet da einfach mal hin. Okay, Wölfchen. Einer geht da, einer schaut uns schon an. Der andere wird jetzt auf uns zurennen. Und tschüss. Noch einer. Ja, komm. Nehmen wir mal das Pelz, den Pelz mit von denen. Warum nicht, oder? Kann man immer wieder gebrauchen. Beschmieden. Okay, da hat uns was angespuckt. Das habe ich doch 1:1 gehört. Alter, das hört sich halt 1:1 wie ein echter Donner an, also wie ein Gewitter. Ja, damit. Okay, da will ich auch nochmal meine... Du bist doch hundertprozentig ein Bandit. Vampirdiener. Die haben auch kein Mitleid mit mir. Bekommen von mir kein Mitleid und wahrscheinlich habe ich auch kein Mitleid von ihnen. Aber ihr versteht, was ich meine. Okay, da ist anscheinend schon wieder ein Vampirversteck. Ja, das nehme ich diesmal nicht mit, weil das habe ich mit Sicherheit schon. Okay, dann heißt es wieder schnell speichern. Und dann normales Speichern nochmal. Definitiv wieder Rotwassergrotte. Okay, dann schauen wir mal, was in dieser Rotwassergrotte ist.
Ich habe kein Mitleid mit denen. Die haben aber ganz schön Husten, hey. Auch noch Skoma. Uff. Alter, leere Skummerflaschen. Okay. Oh, Honigkuchen. Süßkuchen mag doch der Sizoro so gern. Nehme ich mal mit für ihn. Aha. Dahinter ist was? Ich sehe kein Hebel oder sowas. Oder Knopf oder ähnliches. Ja, schauen wir mal, wer da so hustet. Adliger, ja, ja, ja. Nennt mich ja Skoma. Hm, eine Skoma-Höhle ist das. Oh, die ist schon tot. Züchtiger. Ah, ja. Kaiserlicher Deserteur. Ah, ja, ja, ja. Wir haben auch alle leere Skummerflaschen, alles skummerabhängig. Gut, dass ich das die erlöst habe quasi. Ich habe jetzt quasi eine Razzia gemacht. Auch nicht schlecht. Aber eine Razzia durchgeführt. Eine ja sehr sehr strenge tödliche Razzia. Aber gut, dass wir das noch diese Folge mitgenommen haben, wa? Das hat sich voll rendiert wieder. Oh, ja, du mich auch. Tschüss. Ich finde den Zauber so geil, diesen Frostzauber. Was ist das, ein Drachengrab? Ist aber schon leer, oder? Nicht, dass jetzt hier irgendwo ein Drache auf der Lauer. Ich habe einen Bären gehört, aber kein Drachen. Ja, war definitiv ein Drachengrab. Kann man doch. Mal sehen, ob ich ihn erwisch. Okay, ich nehme trotzdem mal einen Trank hier drauf. Ja, der Bär hat... Wo kam jetzt der Feuerball? Der kam jetzt aber nicht von Arena. Arena. Ich kann den Namen nie wirklich... Noch ein Bär. Ach, da hinten ist ihr Atronauch. Okay, verstehe. Von denen kam der Feuerball. Verstehe. So, meine Freunde, ich hoffe, es sind hier keine Gegners. Denn die Folge ist mich jetzt schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch jetzt diesmal wieder auch so gut gefallen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke, die süße kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei der Elder Scrolls auf Skyrim die Special Edition. Ich bin euer Holy von HolyDiver231 Kanal und man sieht sich. Bis bald. Tschüss.